Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es darum, woher ich die Musik für meine Videos habe. Falls dich das interessiert, bleib dran. Gleich geht's weiter, nur kurz das Intro. So, da wären wir also. Woher habe ich die Musik für meine Videos und warum? Man kennt's, man lädt auf YouTube ein Video hoch, man hat sich da vorher einen Song ausgesucht dafür, den hat man auch von YouTube runtergeladen, das Ganze ist jetzt online und was passiert? Die ganze Tonspur ist gesperrt. Scheiße. Ja, cool. Macht mir Freude. Wieso ist das? Natürlich brauchen wir für Musik, die wir verwenden, eine Lizenz. Sonst greift da der Datenschutz ein. Und darum, an einem gewissen Punkt, wenn man halt Videos macht, muss man sich langsam fragen, ja, woher kriege ich jetzt gute Musik, wo ich auch keine Probleme bekomme, oder? Und natürlich kann man da auf eine kostenlose Möglichkeit zugreifen, beziehungsweise man kann sich ungeschützt als Copyfree Musik suchen, welche aber meiner Meinung nach meistens qualitativ nicht sehr hochwertig ist. Und dann fragt man sich halt an einem gewissen Punkt, sollte man hier nicht ein bisschen was investieren und damit hat man auch qualitativ hochwertige Musik? Meiner Meinung nach ja, weil wir investieren ja auch viel Geld in unser Kamera-Equipment, also in Objektive, in Kamera, in Licht und so weiter. Und dann ist eigentlich nur gerechtfertigt, dass wir auch ein bisschen was für die Musik ausgeben, welche doch zum großen Teil zu der Qualität von unseren Videos beiträgt. Auf jeden Fall habe ich mir da halt mal ein bisschen angefangen umzuschauen, das war glaube ich vor drei, vier Jahren, was es da für verschiedene Anbieter gibt und ich habe mich dann schlussendlich für Artlist entschieden. Artlist ist eine Musikplattform für Creators, welches ermöglicht, Musik runterzuladen, inklusive Lizenz dazu und die dann in den Videos zu verwenden. Die Musik, die bei Artlist runtergeladen wird, kann auch gewerblich verwendet werden. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel für eine Firma ein Video macht, kann ich die Musik von Artlist da verwenden und mit dem Video Geld verdienen. Oder super cool. Ja, jetzt sind wir hier direkt auf der Website von Ihnen und schauen wir uns doch zuerst mal das Wichtigste an, nämlich der Preis. Genau, das hätten wir hier unter Pricing. Ja, jetzt ist es so, man zahlt bei Artlist eigentlich rein für die Musik pro Jahr $200. Klingt zuerst nach viel, ist aber meiner Meinung nach nicht mehr viel, wenn man das Ganze verwendet, um damit auch Geld zu verdienen mit den Videos, oder? Ja. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze kombiniert zu nehmen mit dem Soundeffects-Paket. Sprich, da haben wir Soundeffekte dabei, welche wir dann auch für unsere Videos verwenden könnten. Man kann auch nur das Soundeffects-Pack einzeln nehmen und die Musik über einen anderen Anbieter beziehen. Ich habe mich jetzt dazu mal entschieden, das Ganze in Kombination zu nehmen, weil ich hatte Artlist früher schon mal, vor ein paar Jahren, als es das Soundeffects-Paket noch nicht gab. War da schon sehr zufrieden und habe jetzt das zusätzlich noch dazu genommen. Darum loggen wir uns doch einfach mal ein und schauen uns das Ganze an. So, hier wären wir also eingeloggt hier in meinem Account. Jetzt seht ihr hier auf der linken Seite haben wir die Möglichkeit, die Musik zu filtern. Oder das können wir mit dem Mood, mit dem Thema des Videos, mit dem Genre und da können wir auch noch einzelne Instrumente hinzufügen. Ich gehe da meistens so vor, ich wähle mir zuerst ein Videothema aus. Sagen wir jetzt, okay, wir würden gern ein Reisevideo, wir brauchen Musik für ein Reisevideo. Dann wähle ich hier einfach die Kategorie Travel. Hier gibt es ja ganz viele verschiedene Kategorien, wie ihr seht, könnt auch so viele auswählen, wie ihr möchtet. Und das Ganze wird dann auf der rechten Seite immer direkt neu selektioniert, welche Musik da reinpasst. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für Travel. Ja, Roadtrip vielleicht auch noch. Nehmen wir noch Roadtrip dazu, in der Reise, ein Roadtrip. Dann der Mood vom Video, das ist meistens den zweiten Punkt, den ich nehme. Hier gibt es zum Beispiel Uplifting, Epic, Powerful, Exciting, Happy, Funny und so weiter, also ganz viel. Reisevideo, was würde jetzt hier gut dazu passen? Nehmen wir mal Uplifting. Cool für ein Reisevideo, so ein bisschen. Ja, was gute Stimmung macht, oder? Und jetzt sehen wir, jetzt wird das Ganze hier auf der rechten Seite wieder neu selektioniert, sobald wir das hinzugefügt haben. Wir können übrigens auch oben links, wo wir sehen, wie wir das Ganze hier, also was für Tags wir hier ausgewählt haben, die können wir auch wieder mit einem Klick aufs Kreuz rauslöschen, wenn wir was falsch angeklickt haben oder was doch nicht möchten. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal Travel, Roadtrip und Uplifting drin und da gibt es viel. Also
das wird jetzt hier immer neu geladen und ja, da gibt es viel Musik auf jeden Fall. Wir können uns das Ganze oben noch ein bisschen spezifischer sortieren lassen. Ihr habt jetzt hier bei den Stuff Picks sortiert. Wir können auch die Top-Downloads auswählen oder die neuesten Releases, oder? Das Tempo der Musik könnte man auch noch einstellen und auch die Länge der Musik. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, wir wollen ein 1-Minuten-Video, wir wollen die Musik jetzt nicht schneiden, sondern wir hätten gern einen Song, der wirklich nur eine Minute lang ist, könnten wir uns das hier einstellen, falls wir möchten. Lass jetzt mal offen, weil ich schneide mir eigentlich meine Songs dann gern selber zusammen, einfach ja, mit den Parts, wo ich Bock drauf habe. So, dann gehen wir nochmal ins Genre rein. Reisevideo, was nehmen wir da? Sagen wir mal Folk. Folk geht eigentlich ganz immer gut. So ein Roadtrip, ein bisschen Folk im Hintergrund, cool. Können wir natürlich auch mehrere auswählen, falls wir möchten. Instrumente. Möchten wir jetzt irgendwie ein spezifisches Instrument im Lied vorhanden haben, können wir das hier auswählen. Haben wir hier auch wieder ja, große Auswahl. Was tun wir rein? Vocals. Oder wenn so ein bisschen jemand, ja, ein paar Vocals drin, cool. Und sonst passt das eigentlich für mich jetzt. Das sehen wir, scrollen wir mal wieder runter und es lädt und lädt und lädt. Also da, hier haben wir wirklich eine riesen Auswahl an Musik, die wir jetzt doch schon recht spezifisch sortiert haben. Und dann lädt und lädt und lädt, hört nicht mehr auf. Super. Klicken wir einfach mal das oberste an und hören mal rein, was wir da so rauskriegen. Ja, schon mal cool. Mal das zweite. Ja, auch cool. Und so weiter. Falls wir jetzt sagen, ja, es kämen mehrere Lieder in Frage und wir würden das gerne später dann nochmal ausselektionieren, können wir die hier einfach beim Stern markieren und nachher kommen die dann in unsere engere Auswahl und dann finden wir sie leicht wieder. Schauen wir uns nochmal eine andere Kategorie an, einfach, dass wir ein bisschen Kontrast dazu haben. Jetzt lösche ich hier alle Tags einfach oben links wieder raus. Passt. Sagen wir mal, ja, wir wollen ein Hochzeitsvideo. Hochzeitsvideo, Genre, was hätten wir da gern? Vielleicht mal klassische Musik. Tun wir rein. The Mood, glücklich. Passt sicher gut zu einer Hochzeit, wenn die Leute glücklich sind. Besser als traurig. Und dann Instrumente, was hätten wir jetzt mal gern? Sicher dabei. Glocken vielleicht. Hä? Mal schauen, ob es da was findet. Ja, cool. Lädt auch immer weiter und so. Ja, hier hört es jetzt auf. Ist doch schon recht spezifisch. Also mit dem Instrument vor allem, wenn wir das rausnehmen, dann werden wir viel mehr finden. Ist so. Aber wir wollen jetzt halt mal diese Glocken drin haben. Darum lassen wir es mal und hören sie uns mal an, was wir da rauskriegen. Kirsch ist nicht so meins. Die Glocken waren wahrscheinlich auch nicht so eine gute Auswahl. Nehmen wir mal was anderes rein. Was passt hier gut? Orchester wird sicher gehen. Ein Klavier. Ja, ein Klavier. Eine Hochzeit, klassisch, mit Klavier drin und das Ganze ein bisschen glücklich. Super, gefällt mir.
Also mit der Qualität von der Musik bin ich wirklich immer top zufrieden. Da hat es oft auch Sachen dabei, wo ich mir so denke, würde ich mir auch einfach so anhören. Jetzt nicht unbedingt mit den Unterkategorien, aber da gibt es noch ganz viel anderes. Sagen wir jetzt mal, wir haben einen Song gefunden oder wir könnten die jetzt hier auch wieder speichern, damit wir sie später finden. Aber sagen wir jetzt theoretisch, wir hätten gern den obersten Song einfach direkt. Dann klicken wir hier auf zum Warenkorb hinzufügen. Und dann kommt der hier in den Warenkorb rein. Hier könnten wir jetzt theoretisch auch mehrere Songs hinzufügen, logisch, aber wir lassen es jetzt bei einem. Jetzt wollen wir den ganzen runterladen, oder? Und für das gehen wir einfach auf den Warenkorb. Dann kommt hier der Song nochmal, dass wir sehen, was drin ist. Wenn da hier mehrere wären, wären mehrere drin, logischerweise, und gehen zum Checkout. Cool. Jetzt kriege ich einerseits eine E-Mail mit einem Download-Link zum Song, oder? Ihr findet den in meiner Bibliothek. Wird mir hier angezeigt. So ein Hyperlink kann ich draufklicken, klicke drauf. Und jetzt bin ich hier in meiner Bibliothek und der ist zu oberst, sehe ich hier 17. April. Das ist das Lied, das ich ausgesucht habe. Cool. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, einen Song in mehreren Formaten runterzuladen, also entweder in MP3 oder Windows Audio. Plus, ich kann auch gleich noch hier die Lizenz dazu runterladen. Die öffne jetzt einfach mal, dass ihr seht, wie sowas aussieht. Jetzt habe ich hier die Lizenz dazu, ich bin der Besitzer, das hier ist meine Lizenznummer und so weiter. Und falls ihr den Song runterladen möchtet, klickt zum Beispiel auf MP3 und dann kann ich hier direkt downloaden. Oder passt. Sobald ich einen Song runtergeladen habe, gehört die Lizenz mir. Das heißt, auch wenn ich nicht mehr, ja, eigentlich kein Abo mehr habe bei Artlist, also dass ich nicht mehr zahle, gehört mir der Song noch. Das heißt, ich kann rein theoretisch so viele Songs runterladen, wie ich will. Und ich kann die dann lebenslang verwenden. Ich muss nicht mehr bei Artlist dabei sein, ist vollkommen egal, mir gehört die Lizenz. Jetzt ist es so, auf YouTube zum Beispiel, so viele weiß, also YouTube arbeitet meines Wissens nach zusammen mit Artlist. Das heißt, wenn ich einen Song runterlade und den dann gerne bei einem YouTube-Video verwenden möchte, dann hat man eigentlich nie Probleme, weil YouTube erkennt, dass der Song von Artlist ist und da werde ich nie irgendwie ein Problem haben, dass ich ja, eine gesperrte Tonspur habe oder ein Copyright Strike sollte nicht vorkommen. Falls es doch mal vorkommen sollte, was eigentlich nicht, ja, was mir auf jeden Fall noch nie passiert ist und ich habe doch schon viel Musik für YouTube verwendet, könnte man YouTube kontaktieren, dass es ein Fehler von ihrer Seite ist, vielleicht die Lizenz schicken oder und dann sollte das Problem eigentlich so, ja, recht schnell gelöst sein. Was ganz interessant ist, und für mich eigentlich der ausschlaggebende Grund ist, dass ich Artlist habe und nicht einen anderen Anbieter, ist, dass ich die Musik auch gewerblich verwenden kann. Das heißt, ich kann theoretisch für einen Kunden, der ein Video von mir möchte, der auch bezahlt, kann ich Musik von hier verwenden und das ist vollkommen okay, das ist vollkommen legal. Und da denke ich mir halt, dass $300 pro Jahr doch nicht viel sind. Kann man sich hier selber ausrechnen, wie viel man für ein Video verlangt. Und ja, hat man wahrscheinlich schnell rausgeschlagen oder das Geld schnell reingeholt oder in einem Jahr die 300 Euro. Klar. Ja, finde ich super. Also bin wirklich mega zufrieden. Okay, was haben Sie jetzt noch neu? Das hatten Sie vorher noch nicht. Also hatte Artlist schon mal vor 2 Jahren. Hat es dann längere Zeit nicht mehr und habe es mir jetzt wieder geholt. Mit der Soundfx-Bibliothek dazu. Zahlt man noch mal ein bisschen drauf, aber ist super cool, wirklich super. Hier haben wir das Ganze in verschiedene Kategorien unterteilt: Home, Science Fiction, Whooshes, Transitions und so weiter. Also wirklich, hier haben wir ein paar Kategorien. Nehmen wir mal Whooshes, Transitions. Jetzt wird das Ganze wieder unterteilt. Short Whooshes nehmen wir einfach mal. Dann hätte man hier noch Vorschläge, die man noch auswählen könnte, was auch noch dazu passt. Lassen wir jetzt mal und klicken hier einfach mal so einen Whoosh-Effekt an. Das wäre jetzt einer mit Wasser, also hätten wir hier auch See oder Water wahrscheinlich anklicken können. Ja, cool. Haben wir natürlich alles, also ganz viele verschiedene Kategorien über Wetter, zum Beispiel wenn irgendwo der Wind geht, wird dann auch noch hier unterteilt, Wüstenwind zum Beispiel oder was man will. Ja, cool, so Hintergrundsound oder fürs Video, super. Macht's einfach aus. Sound macht's aus. Ist mindestens 50% vom Video, meiner Meinung nach, der Ton. Da sollte man einfach nicht dran sparen.
Und ich denke mir da oft ein bisschen bei Sound, je mehr, desto besser. Auch wenn das Ganze überlagert ist und man einzelne Geräusche vielleicht nicht raushört, aber das gestaltet es einfach realistischer, sofern man die Sounds nicht vor Ort aufnimmt. Super cool. Wenn wir jetzt spezifisch nach was suchen, können wir hier einfach auf Suchen gehen, Musik oder Soundeffekte, sind wir schon bei Soundeffekte. Sagen wir zum Beispiel, ich mache jetzt ein Food-Video und da ist ein Toaster. Also wir brauchen Geräusch von einem Toaster, habe das Ganze nicht vor Ort aufgenommen, darum suche ich einfach mal Toaster. Muss immer auf Englisch gesucht werden, weil es ist ein englischer Anbieter. Cool. Dann haben wir hier verschiedene Toaster-Sounds. Ja, kommt dann auch schon Mikrowellen-Sounds und so, die sind das. Klicken wir einfach mal einen an, Toaster. Und dann gibt es ja auch das ganze Pack, dass man sich direkt holen könnte, also das ganze Küchenpack. Ja. Wo haben wir sie? Ab CDFG, HLK. Okay. Hier, Toaster. Ja, also hier wird es jetzt reingetan. Und hier kommt das Toast raus. Ja, also hier gibt es wirklich ganz viele verschiedene Varianten auch. Oder sagen wir zum Beispiel, ja, irgendwie braucht ein Geräusch von einem Hund. Ein bellender Hund. Oder das wäre Dog Barking, sollte das heißen. Oder? Passt, suchen wir einfach mal. Hier Dog Barking gibt es viele verschiedene Sachen. Hier Medium. Seniorhund, kleiner Hund, ja, also wirklich, man findet alles. Ich hatte, glaube ich, bis jetzt noch fast nichts, was ich nicht gefunden habe. Und sonst, im schlimmsten Fall, muss man es halt selber irgendwo aufnehmen, oder? Ja, passt. Ja, das war's. Das war so ein bisschen die Übersicht, die ich jetzt kurz über Artlist geben wollte. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich. Man hat jetzt auch selber die Möglichkeit, sich hier einfach mal einen Account zu erstellen und ein bisschen zu suchen, ob es das Angebot hat, das man gerne haben möchte. Also sprich, man muss jetzt nicht direkt ein Abo lösen, damit man sich das anschauen kann. Das kann man auch einfach so. Man kann die Musik auch ohne Abo runterladen. Nur haben sie das Ganze dann so gelöst, dass sie einfach nach, ja, ich glaube nach ca. 10 Sekunden fügen sie da meistens so eine Tonspur ein, wo artlist.io gesagt wird, damit man halt die Musik nicht einfach so kostenlos runterlädt und verwendet. Ich finde aber jetzt doch in der Kombination mit dem Soundeffekte-Pack oder ohne ist ja noch günstiger, $300 pro Jahr ein fairer Preis für unlimitiert Musik mit lebenslanger Lizenz, welche gewerblich verwendet werden kann. Finde ich fair. Und zahle auch gern. Eben wie schon gesagt, ich weiß nicht, wie viel wir für Kameras oder Linsen oder Licht oder so bezahlen, dann dürfen wir auch ein bisschen was in Audio investieren. Das heißt in Musik, Soundeffekte oder auch Mikrofone und so weiter. Gehört einfach dazu. Oder? Ja, das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Überblick geben über die Plattform Artlist und dass sie vielleicht das Interesse von der einen oder anderen Person daran geweckt habe. Ich verdiene jetzt damit definitiv kein Geld, also ich mache das Video wirklich nur, weil ich davon überzogen bin, dass es eine super Plattform ist und ich immer top zufrieden war. Aber bin natürlich auch offen, wenn jemand denkt, es gibt eine andere Plattform, die um einiges besser ist. Schreib es in die Kommentare, wenn es so ist. Schauen wir das auch gerne mal an und vielleicht wechsle ja, wer weiß. Ja, das war's auf jeden Fall zum Thema, woher habe ich die Musik für meine Videos. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich, ein bisschen interessant und vielleicht bis zum nächsten Mal.